sind aus dicken Bruchsteinen gemauert und haben schon so manche Erdbeben und Krieg getrotzt. Schlammpisten fahren wir 2 Tage lang immer weiter hinauf in die Region Svanice. Boah, die ersten Meter waren schon echt Hammer. Das war Schotter, den liebe ich ja so sehr. Ich denke, puh, wenn das jetzt noch so weitergeht, naja, da wollen wir rauf. Da werde ich mal den Erik folgen. Mal sehen, wann ich an meine Grenze komme. Aber ist schon heftig hier. Puh. Kaum einen Steinwurf von der russischen Grenze entfernt, erreichen wir schließlich unser nächstes Ziel. Vor der Kulisse des dritthöchsten Gipfels des Kaukasus, dem 5201 Meter hohen Mount Shara, liegt Uschkuli, das höchstgelegene, dauerhaft bewohnte Dorf des Kaukasus. Etwa 70 bis 80 Familien leben hier, die den größten Teil des Jahres von der Außenwelt abgeschnitten sind. Uns beiden geht in diesem Moment die Frage durch den Kopf,